Im Herbst 1976 kommt es in Deutschland zu einer nie dagewesenen Welle von Entführungen. Selbstverständlich hat man gesagt, dass ich dann erschossen würde. Dieser neue Entführungsfall wurde am späten Nachmittag bekannt. Unter der Fußmatte liegt eine Nachricht für Sie. Verstanden? Ja. Keine Polizei. Auch das westfälische Münster ist betroffen. Bereits ein Jahr zuvor wird hier eine 14-jährige Schülerin entführt. Ja, da hatte ich wohl manchmal Angst, weil das ja 40 Stunden, wenn man da so nachdenkt. Und dann schockt die aufsehenerregende Entführung des Olympiareiters und Unternehmers Hendrik Snoke das ganze Land. Die Kette wurde also so um meinen Hals geschmiedet. Es war das Jahrzehnt der Entführungen, die 1970er Jahre. Häufig passierte es im Herbst. Und es ist das klassische Nachahmungsdelikt. Es zieht Täter an, die zuvor nicht als Kriminelle aufgefallen sind. Einen Fall wie die Entführung des Springreiters Hendrik Snoke hatten auch erfahrene Ermittler noch nicht erlebt. Im Grunde geht es ja zunächst darum, das Opfer als solches zu befreien. Das heißt also, der erste Zugriff muss so durchgeführt werden, dass das Opfer ohne Schaden davonkommt. Man muss erstmal unterscheiden zwischen Geiselnahme und Entführung. Geiselnahme weiß man grundsätzlich, wo also die Täter sind. Bei der Entführung sieht das ganz anders aus. Man weiß nicht, wo das Opfer sich befindet. Man weiß nicht, wo die Täter sich befinden. Und das Gesetz des Handelns haben bei einer Entführung zunächst erstmal die Täter. Der Unternehmer Wolfgang Gut-Berlet wurde während eines fingierten Treffens auf dieser Tankstelle entführt. In einer Kiste verschleppten ihn die Täter und hielten ihn eine Woche lang in einer Wohnung gefangen. Ansonsten war ich die ersten 24 Stunden mit Handschellen an die Heizung gekettet. Hat man Ihnen mit Repressalien gedroht für den Fall, dass nicht gezahlt würde? Selbstverständlich hat man gesagt, dass ich dann erschossen würde. Und zwar nicht nur, wenn ich nicht zahlen würde, sondern auch dann, wenn ich irgendwie etwas sehen sollte von der Wohnung oder von meinen Bewachern. Nachdem seine Frau an dieser Raststätte 2 Millionen D-Mark Lösegeld übergeben hatte, wurde Gut-Berlet freigelassen. Weitaus dramatischer verliefen die anderen Fälle in diesem Herbst. Am 14. Dezember 1976 wird der 25-jährige Agrarstudent Richard Oetker an dieser Treppe gekidnappt. In dieser Holzkiste wurde er 47 Stunden gefangen gehalten und Stromstößen ausgesetzt. Die Grausamkeit der Tat, die Schwere seiner Verletzungen, aber auch die zum Teil dilettantische Aufklärungsarbeit der Polizei sorgten monatelang für Schlagzeilen. Ein bisschen schlecht, er hat versehentlich einen Stromschlag ausgelöst. Er lebt aber und er ist bei guter Gesundheit. Für 21 Millionen Mark hat der Industrielle Rudolf August Oetker seinen Sohn Richard von den Führern freigekauft. In diesem Waldstück wurde Richard Oetker dann ausgesetzt. Die Entführungen von Oetker und Gut-Berlet waren genau geplant. Bei 2 weiteren Fällen in diesem Herbst wurde vieles dem Zufall überlassen, mit dramatischen Folgen für die Opfer. Gernot Egolf war ein Verwandter der Eigentümerfamilie einer großen Brauerei. Die Täter lockten ihn von seiner Arbeitsstelle fort, überwältigten ihn und ketteten ihn in einem nur 1,50 Meter hohen Bunker an. Versuche, das Lösegeld zu übergeben, scheiterten. Nach 7 Wochen wurde er tot aufgefunden. Dieser Mann wollte eigentlich eine Bank überfallen, traute es sich dann aber doch nicht und entführte stattdessen einen 6-jährigen Jungen. Noch am selben Abend brachte er das Kind um, aus Angst vor der Entdeckung. Anschließend forderte er 200.000 D-Mark Lösegeld. Thank you.
der fünfte dieser spektakulären Entführungsfälle aus dem Herbst 1976 ereignete sich in Münster. Henrik Snook war zu diesem Zeitpunkt einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Springreiter. Und Sohn des Münsteraner Unternehmers Egbert Snook. Egbert Snook führte Ende der 50er Jahre in Deutschland mit den Ratiomärkten das Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels ein. Das Unternehmen expandierte auch in anderen Geschäftsfeldern und hatte in seiner Blütezeit rund 2500 Angestellte. Henrik Snook war, parallel zum Reitsport, in der Firma bereits als Juniorchef tätig. Das, was man hier sieht, ist ein Ordner vom damaligen Entführungsfall Snook. Und da sieht man also schon, das ist nur ein Ordner. Damals waren das etwa 200 Ordner. Letzter Reiter Henrik Snook mit Faustus. Ein bekannter Unternehmer, ein bekannter Springreiter. Und da kann man sich schon vorstellen, was die Familie Snook in Münster für einen Stellenwert hatte. Und wie groß natürlich das Interesse dann an diesem Entführungsfall wurde. Hohes Risiko, aber es geht gut. Immer noch schneller. Es müsste reichen. Großes Pech für Henrik Snook. Münster. In der Nacht zum 3. November 1976. In diesem Apartmenthaus im Münsteraner Kreuzviertel wohnte der damals 28-jährige Henrik Snook. Unauffällig, bescheiden. Gegen 2 Uhr nachts dringen zwei Männer in die Tiefgarage ein. Sie hatten das Haus tagelang ausgekundschaftet. Ein Auto, von dem sie wissen, dass es hier in der Nacht geparkt sein würde, brechen sie auf und präparieren es als Entführungsfahrzeug. Dann fahren sie mit dem Aufzug in die dritte Etage. Die Polizei hat die Tat an den Tatorten filmisch rekonstruiert. Ein einmaliges Dokument. Henrik Snook wird überwältigt, gefesselt, in die Tiefgarage gebracht und auf die Rückbank des gestohlenen Autos gelegt. Willi Flohrmann hat den Film mit Hilfe einer Film- und Bildstelle der Polizei gedreht. Das sollte der Aufklärung des Falles dienen. Ich habe dann Abend für Abend das Drehbuch für den nächsten Tag geschrieben anhand des Ermittlungsvorganges. Und das haben wir dann ein paar Tage durchgehalten und so ist dann dieser Film entstanden. Es kommt uns dabei und Henrik Snook, das Opfer, stellt selbst die dramatischen Momente seiner Entführung nach. Welche Wahrnehmung Sie in der Nacht gemacht haben? Aus den Fahrzeugbewegungen, aus der Dauer dieser Bewegung, hatte ich nur das Gefühl, dass der Wagen, nachdem er die Garage verlassen hatte, links abbog, ja. Richtung Nordstraße, auf der Nordstraße rechts abbog, ja. Und dann sofort wieder an der ersten Ampel links abbog Richtung Neutor. Ja. Die einzelnen Szenen sind genau nach seinen Aussagen gedreht worden. Und zwar eigentlich, wenn ich das jetzt sehe, peinlich genau, um also wirklich zu sehen, wie die Täter vorgegangen sind. Selbst nebensächlich erscheinende Dialoge wurden von Henrik Snook nachgesprochen. Was sind Sie Ihrem Vater wert? Wie? 5? Was 5? Wie kommt ihr eigentlich auf mich? Spricht sie so herum, wo Geld ist? Er hat sehr cool, wie man heute sagen würde, reagiert, indem er sich gesagt hat, bloß nicht wehren, das tun, was die Täter dir befehlen. Du bist in einer ganz misslichen Lage.
Auf der zweistündigen Autofahrt geht's Richtung Süden. Das Ziel? Die Autobahnbrücke Ambachtal auf der A45 im hessischen Lahn-Dill-Kreis. Auf einem Betriebsweg unterhalb der Autobahnbrücke hält das Fahrzeug. Die Täter zwingen Hendrik Snoke, ein Tonband zu besprechen. Eine Nachricht an seinen Vater. Sprechen Sie das laut und deutlich! Lieber Vater, fahr bitte auf der Autobahn Hansa-Linie Richtung Köln. Unter dem Schild Westhofener Kreuz, 2000 Meter, findest du weitere Hinweise. Die konnten ja nicht den normalen Eingang oben benutzen, weil die keine Schlüssel hatten. Die sind also hier unten die Böschung hochgekommen, haben hier an die Außenmauer eine längere Leiter gestellt und eine kleine zweite Leiter innen hoch. Und so konnte man auch auf anderem Wege in die Brücke gelangen. Die jetzt sichtbaren Gitter, die waren damals noch nicht vorhanden. Das war also alles frei zugänglich, auch ohne den offiziellen Eingang. Hier sehen wir, wie er selbst den Sack mit den Utensilien, die ihm später überlassen wurden, tragen muss. Man legt unten eine Art Decke hin, dann ein paar Lebensmittel. Und dann ein Mantel, weiß überhaupt nicht, wem der dann gehörte. Der Täter fixiert den Haken, also war das alles schon vorbereitet, denn da war ein Gewinde drin. Jetzt nimmt er den Hammer und schlägt oben den Spund platt, sodass es nicht möglich ist, dass Snoke sich befreien kann. Die Täter versuchen zuerst, die Eisenkette um seinen Fuß zu legen. Als das nicht geht, entscheiden sie sich für eine andere Lösung. Er hat auch die LKW-Geräusche angesprochen, wie schlimm das für ihn gewesen wäre. Und er hat natürlich die Kälte angesprochen. Und da hat man ihm schon Emotionen angemerkt. Das Verlies des Hendrik Snoke für die nächsten 55 Stunden. Ein gigantischer Hohlraum direkt unterhalb der Fahrbahn. Ein in den Augen der Täter perfektes Versteck. Für den erfolgreichen Springreiter, der Extremsituationen bis dato nur aus dem Sport kennt, beginnen die schwierigsten Tage seines Lebens. Dies ist Hendrik Snoke mit Rasputin. Hendrik Snoke gewann während der 4 Reitertage von Hickstedt bereits 2 Springen, ebenso wie Alwin Schockemöhle. Jetzt wartet die dreifache Kombination. Steil, hochweit und noch einmal steil, 1 Meter sicher.
Am Morgen des 3. November gegen 6 Uhr melden sich die Täter bei den Eltern. Der Vater fährt daraufhin zur Wohnung seines Sohnes und entdeckt, dass sie aufgebrochen worden ist. Von seinem Sohn fehlt jede Spur. Nach den Dingen, die wir da von der Familie Snoke gehört haben, insbesondere den genauen Anweisungen, musste man schon davon ausgehen, dass es sich um Profis gehandelt hat, die genau wussten, was sie machen wollten. Es erfolgte zunächst ein Anruf morgens um 6, in dem die Entführung mitgeteilt wurde, dann ein weiterer Anruf morgens gegen 8 Uhr, den Frau Snoke entgegengenommen hat. Hier wurde mitgeteilt, dass eine weitere schriftliche Mitteilung sich in einem Mercedes befinden würde. Ein gelber Mercedes. Unter der Fußmatte liegt eine Nachricht für Sie. Wie heißt die Straße? Wilhelmstraße 57. Wilhelmstraße 57. Gelber Mercedes. Gelber Mercedes. Verstanden? Ja. Unter der Matte? Unter der Fußmatte. Ja. Keine Polizei. Der Brief beinhaltet eine Lösegeldforderung in Höhe von 5 Millionen DM. Ich zitiere: Wir wissen genau, dass Sie zahlungsfähig sind und würden nach einer Verzögerung Ihrerseits annehmen, dass Sie doch die Polizei eingeschaltet haben. Sollte es zur Berührung mit Polizeikräften kommen, ist dafür gesorgt, dass Ihr Sohn dieses nicht überlebt. Wenn eine Familie erfährt, dass ihr Sohn entführt worden ist, dann ist einmal nur Angst. Das Leben steht im Vordergrund. Und dann muss einer in der Familie sein oder zwei in der Familie sein, die dann das Rückgrat haben, erstmal Ruhe reinzubringen. Hier spricht der Vater von Henrik Snoke. Sie genau zu oder nehmen Sie, wie ich, dieses Gespräch auf Tonband auf. Grüßen Sie meinen Sohn und behandeln Sie ihn gut und sagen Sie ihm, dass alles getan wird, was Sie in Ihrem Brief gefordert haben. Das Lösegeld liegt in gewünschter Stückelung bereit und wird in einem Koffer an einen von Ihnen zu bezeichnenden Ort übergeben, damit mein Sohn schnellstens, möglichst Zug um Zug, spätestens jedoch gemäß Ihrem Wort 10 Stunden nach der Geldübergabe unversehrt frei ist. Hören Sie weiter. Für den Fall, dass Sie meinem Sohn etwas zufügen, sage ich Ihnen als harter Unternehmer, dass ich Sie ein Leben lang mit allen Mitteln überall auf der Welt suchen werde, um Ihnen das Gleiche zuzufügen oder zufügen zu lassen. Nehmen Sie mich so ernst, wie ich Sie ernst nehme, und behalten Sie Ruhe und Nerven, damit meinem Sohn nichts geschieht. Im Verlauf des Tages gelingt es Egbert Snoke, die geforderten 5 Millionen D-Mark Lösegeld zu besorgen. Zur Geldübergabe ist zu sagen, dass ja die Entführer darauf bestanden haben, dass entweder Vater Egbert Snoke selbst oder ein naher Angehöriger das Lösegeld überbringen sollte. Es fiel dann ganz schnell die Entscheidung, dass man gesagt hat, es gibt eine Vertrauensperson in der Familie Snoke. Ein enger Freund von Henrik Snoke erklärt sich bereit, das Geld zu übergeben. Ich war damals in einer landwirtschaftlichen Lehre in Westfalen und war im Kuhstall beim Melken. Und da bekam ich einen Anruf, dass das passiert ist, und dann bin ich sofort nach Münster gefahren. Als er losfährt, hat er keine Ahnung, wie und wo die Lösegeldübergabe ablaufen soll. Die Anweisungen kommen dann am Abend per Telefon. Die Stimme seines Freundes Henrik Snoke, der das Tonband unter der Autobahnbrücke selbst besprochen hatte. Ja, ich höre. Ich habe diese Fahrt mit dem Geld über die Autobahnauffahrt Münster Süd in Richtung Köln-Warten. Nach ca. 60 Kilometern erreicht man ein Bauschild mit der Aufschrift Westhusener Kreuz 2000 Meter. Sie waren ja als Geldüberbringer vorgesehen. Frage, was haben Sie dann getan? Ich setzte mich also mit dem Koffer ins Auto, stellte ihn neben den Beifahrersitz und fuhr über das Autobahnkreuz Münster Süd in Richtung Westhofener Kreuz. Es beginnt eine Art Schnitzeljagd, mitten in der Nacht.
Die Polizei folgt dem Überbringerfahrzeug mit weitem Abstand, kann aber nicht eingreifen, solange der Entführte noch nicht befreit ist. Auf dem Sockel des Schildes Westhofener Kreuz 2000 Meter fand ich eine abgeschaltete Warnblinklampe mit einem daran befestigten Zettel mit weiteren Anweisungen. Auf dem Zettel steht also an Geldboten: Fahren Sie ab Westhofener Kreuz weiter in Richtung Siegen-Frankfurt. Stellen Sie die Lampe auf Blinken, legen Sie die Lampe so hinter die Windschutzscheibe, dass das Blinklicht vorne rausblinkt. Achten Sie ab sofort auf eine am Autobahnrand stehende gelbe Warnblinklampe. Ich fuhr dann weiter auf die Frankfurt-Siegener Autobahn. Und plötzlich sah ich auf der rechten Seite die Blinkleuchte. Ich kam aber, da die Blinklampe erst recht spät auf die Fahrbahn gestellt wurde, erst etwa 100 Meter hinter diesem Ort zum Stehen. Und musste dann seinen Wagen zurücksetzen, um zu der Blinkleuchte zu kommen, weil das ja der Geldübergabeort sein sollte. Und da robbten dann hinter der Leitplanke ein Mann mit irgendwas Gewehrähnlichen in der Hand, die ihm dann befohlen haben, das Geld holen. Er hat den Koffer abgestellt, hat auch keinen, der hat noch irgendwas Schwarzes gesehen. Und dann bin ich weitergefahren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da jemand von der Polizei auf mich aufpasst. Es war ja auch nichts Gefährliches. Sie wollten das Geld und ich sollte es hinstellen. Und ich hatte keine Angst. Ich war gefasst und habe das so durchgeführt. Der heute 82-jährige Willi Flormann war über 4 Jahrzehnte lang bei der Kriminalpolizei. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben über das organisierte Verbrechen in Deutschland, die Mafia, über Drogenkartelle und Autoschieberbanden. Der Fall Snoke hat ihn nie ganz in Ruhe gelassen. Dabei war es nicht das erste Mal, dass er in einer Entführungssache ermittelte. Ein Jahr zuvor, 1975, ereignete sich der erste Fall überhaupt in Münster. Das Opfer war erst 14 Jahre alt. Das war der Tag, da hatte meine Mutter Geburtstag und es sollten Gäste kommen, also ziemlich viele an dem Tag. Das war ja dann morgens, da hatten wir noch gefrühstückt, ja, und dann bin ich zur Schule gegangen, wie jeden Tag, ne? Hier in dieser Straße hatte am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr die Entführung begonnen, als die 14-jährige Nicola von 2 jungen Männern gezwungen wurde, in ein Auto zu steigen. Ziemlich nah schon dann nach unserem Haus kamen dann 2 junge Männer auf mich zu, mit Kapuzen auf, ja, und haben mir eine Pistole an den Rücken gehalten und ins Auto, in so einem VW-Käfer, gezogen. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Scherz. Irgendwie so Bekannte, die vielleicht einen Scherz gemacht haben oder so. Ihr Vater hat all die Artikel über die Entführung aufbewahrt. Gefunden hat sie die erst nach seinem Tod. Gesprochen hat er allerdings nie mehr mit ihr über die 40 Stunden, die sie in der Gewalt der Entführer verbracht hatte. Ja, sie waren sehr freundlich und auch höflich. Und ich habe Fernsehen geguckt. Und es war eigentlich da nicht irgendwie unordentlich. Oder was. Mhm. Hast du denn eigentlich Angst gehabt, dass sie dir irgendwas tun könnten? Ja, da hatte ich wohl manchmal Angst. Weil das ja 40 Stunden, wenn man da so nachdenkt, das ist dann immer sehr schlimm. In dieser Wohnung wurde das Mädchen damals gefangen gehalten. Als sie meinen Vater angerufen hatten schon, da haben sie gesagt, dein Vater wollte nicht zahlen, könnte nicht zahlen und hat dann aufgelegt. Ja. Und da haben sie sich dann doch sehr verwundert drüber. Ne? Mein Vater war damals ja in der Baubranche tätig. In der Baubranche habe ich gesagt, da läuft es im Moment nicht so gut. Dann habe ich wieder von meinem Vater gehört, dass sie dann gesagt haben, wie viel können Sie denn zahlen? Und da hat mein Vater gesagt, 100.000.
Die beiden Entführer. Nachdem sie das Geld erhalten hatten, ließen sie die Schülerin frei. Die Entführer, die haben mir 10 D-Mark in die Hand gedrückt und haben gesagt, jetzt kannst du mit dem Taxi nach Hause fahren. Ja, und da bin ich dann ins Taxi eingestiegen und dann musste ich ja nach ein paar Meter musste ich das loswerden. Da habe ich gesagt, ich bin entführt worden. Das war ja mitten in der Nacht. Ne? Und das hat er gar nicht geglaubt und hat gesagt, ich entführe dich jetzt gleich. Und wir sind so einen Schleichweg gefahren, den ich nicht kannte. Ja, da habe ich losgeheult. Ne? Also da war so, kam diese ganze Sache aus mir raus. Ne? Also da, und da hat er dann aber auch reagiert. Ordentlich, ne, und hat gesagt, nee, das stimmt gar nicht, ne, ich bring dich jetzt nach Hause und so weiter und so fort. Ne. Die beiden erst 19 Jahre alten Täter haben langjährige Jugendhaftstrafen bekommen. Die 100.000 D-Mark, die sie im Wald vergraben hatten, sind nie wieder aufgetaucht. Die geistig und materiell überforderten Angeklagten, die von dem Lösegeld Schulden tilgen, Ratenverpflichtungen abzahlen und ein Häuschen auf Gran Canaria kaufen wollten, können einem heute fast schon leid tun. Kleine, unreife Gauner, die zu viel von Erpressung gelesen hatten und mit denen die Fantasie durchging. Sie hatten sich vorgestellt, tolles Auto, Tennis irgendwo, Mallorca zu leben, Häuschen zu kaufen und so weiter. Es waren junge Täter, die sich total überschätzt hatten und dann auch letztendlich an dieser Selbstüberschätzung gescheitert sind. Das war überhaupt nicht im Vergleich zu sehen mit den professionellen Tätern bei Snoke. Mehr als 2 Tage ist Henrik Snoke inzwischen in der Ambachtalbrücke eingesperrt. Die Täter halten ihr Versprechen nicht ein, ihn 10 Stunden nach der Lösegeldübergabe freizulassen oder seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben. Es war ja so, dass die Polizei den Eltern dann gesagt hatte, erfahrungsgemäß lassen sie den dann noch während der Nacht frei. Und dann wurde es morgen und die Hoffnung, dass er irgendwie in annehmbarer Zeit freikommt, war sehr schnell geschwunden. Nach der Geldübergabe war von Täterseite totale Stille. Nur wenige hundert Meter von der Ambachtalbrücke entfernt, das Fachwerkstädtchen Herborn. Niemand ahnt, welches Drama sich gewissermaßen in Sichtweite abspielt. Dann erhält die Herborner Polizei einen ungewöhnlichen Hinweis. Von einer benachbarten Betonmischanlage rief uns ein LKW-Fahrer an. Aus der Ambachtbrücke würde eine längere Klopapierrolle hängen. Während sein Fahrzeug befüllt wird, sieht der LKW-Fahrer Gegenstände von der Brücke fallen. Er steigt aus und nähert sich der Brücke. Dann hört er Rufe und verständigt die Polizei. Ich habe mir eine zweite Streife vom Landkreis unter die Brücke bestellt, die bestätigten, dass da Rufe rauskamen. Und so war für uns zwingend erforderlich, dass wir dann so bald wie möglich in die Brücke reingehen. Wir selbst waren vorher in diesen Brücken noch nie drin, deswegen war das auch von uns Neuland. Wir wussten ja nicht, in welche Richtung er damals reingebracht wurde. Wir sind vom Süden her in die Brücke reingegangen. Die Geräuschentwicklung hat uns sehr überrascht. Wir sind sehr vorsichtig gegangen. Wir wussten nicht, ob hier eventuell Öffnungen nach unten sind oder sonst was. Also wir waren zunächst erstaunt, wie groß diese Kammern sind. Wir sind dann weitergegangen in Richtung Brückenmitte. 3 dieser Einzelkammern sind wir durchlaufen. Und in der 4. Kammer sahen wir dann eine dunkle Gestalt sich bewegen.
Wir wussten nicht, um was es sich hier handelt. Wir hatten Hände hochgerufen. Er sagte dann sofort zu uns, ich bin der Springreiter Hendrik Snoke, ich bin entführt worden. Dann sind wir in Ruhe auf ihn zugegangen. Er hat mich dann umarmt. Um den Hals hatte er einen Eisenring. An diesen Eisenring war eine Kette befestigt. Und die Kette war hier auf halber Höhe etwa an die Wand geschraubt, mit Dübel und Kontermutter und allem drum und dran. Da war also nichts zu machen. Wir brauchten die Hilfe der Feuerwehr. Wir mit unserem kleinen Bolzenschneider haben das gar nicht geschafft. ...55 Stunden nach seiner Entführung konnte Hendrik Snoke befreit werden. Erst jetzt erfuhr die Öffentlichkeit von dem Verbrechen. Bis dahin hatte die Presse in Absprache mit der Polizei alle Informationen zurückgehalten. Hendrik Snoke konnte die Brücke ohne fremde Hilfe verlassen und wurde nach einem kurzen Aufenthalt bei der Herborner Polizei mit dem Helikopter nach Münster geflogen. Niemand ahnte, auf welche Art und Weise er in der Brücke um sein Leben gekämpft hatte. Zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ist in der Bundesrepublik ein Millionär entführt und erpresst worden. Hendrik Snoke, einer der bekanntesten Springreiter und Juniorchef einer Supermarktkette, war fast 3 Tage in der Gewalt von 2 noch unbekannten Verbrechern. Wie schon im Fall Gut Berlet vor 4 Wochen hielten Polizei und Presse dicht. Erst nach Snokes Befreiung wurde die Öffentlichkeit unterrichtet. An dem übernächsten Tag sollte ich mittags um 1 ins Polizeipräsidium zu einer Pressekonferenz. Da sollte es erst offiziell bekannt gegeben werden. Bis dahin hielten die Zeitungen still. Und da sollte ich auch auf Fragen antworten. Und als wir im Präsidium die Treppe hochgingen, ein Beamter und ich, kam uns einer entgegen und sagte plötzlich, da haben wir ihn ja wieder. Und wir gingen so weiter und plötzlich sage ich, was hat denn der gesagt eben? Und dann brachen alle Dämme und der sagte, ja, der ist frei scheinbar, der ist frei. Und dann oben hörten wir, dass er frei war und da war ich, muss ich sagen, auch sehr angefasst, ja. Schon kurze Zeit nach seiner Befreiung spricht Hendrik Snoke auf einer Pressekonferenz über das Geschehen. Dann machte sich der Täter... Der sprachgestörte Täter, der, ich will ihn mal nennen, auch den Handwerker, der mich erst gefesselt hatte immer, der den Wagen gefahren hatte, der jetzt also auch die Kette, diese schwere, lange, 5 Meter lange Kette, oben an einem vorher schon festgesetzten Dübel in dieser hohen Betonwand fest. Und die sollte mir an meinem rechten Bein festgemacht werden. Nun sehen Sie selbst, die Kette ist so lang, dass es unmöglich war, die um meinen Fuß herum zu machen. Darauf kam der Sprecher auf die Idee, sie um meinen Hals zu hängen. Die Kette wurde also so um meinen Hals geschmiedet, wie ein Stück Vieh, was irgendwo angebunden wird und ja, vielleicht auf den Schlachter warten muss. Draußen war es schon sehr kalt und in den Brücken waren immer 0 Grad und ich bin kein Mediziner, ich weiß nicht, aber sehr, sehr lange hätte er diesen Zustand angekettet nicht überstehen können. Und es ist eigentlich auch nur seiner guten Kondition, seiner sportlichen Kondition zu verdanken oder Konstitution zu verdanken, dass er das in dieser Form so gut überstanden hat. Ich bin tagsüber von 9 bis 12 immer hin und her gelaufen. 7 Sekunden brauchte ich beim langsamen Gehen für eine Tour. Und habe dann also abwechselnd, immer wenn ich da war, aus dem Loch geguckt, ob vielleicht zufällig, ob sich unten hier etwas tat, bin zurück, wieder geguckt, zurück, wieder geguckt. In diesen Hohlräumen waren aus bautechnischen und entlüftungstechnischen Gründen diese
Löcher eingebaut, etwa armdick. Und durch dieses Loch hat Herr Snook eine Klopapierrolle nach unten zum Großteil abgewickelt. Und er hat mit dem Kuli, der in seinem Hemd steckte, auf dieses Klopapier geschrieben und das durch dieses Sprengloch geschoben. Und als der Kuli leer war, da hat er sich die Hand aufgerissen und hat mit Blut weitergeschrieben. Da kann man dran sehen, wie sehr er gekämpft hat. Ich war also dann hin und her gelaufen, hatte normalerweise bei jedem Drehen rausgeguckt, zurück, rausgeguckt, zurück. Und die letzten 5 Minuten hatte ich es nicht getan und sah auf einmal, dass dieses Handtuch und dieser Mantel anders lagen als vorher. Und dann sah ich auf einmal, wie ein Mann nochmal an diese Jacke ging, sie anguckte, mitnahm und wegging. Und ich sah jetzt also diesen Menschen weggehen, ohne dass er nach oben guckte, ohne dass er meine Rolle Klopapier sah, die da war, und wegging. Ich habe sofort noch weiter geschrien und um Hilfe gepfiffen und alles Mögliche, habe diese Rolle Klopapier abgerissen, habe das Stück, was raus in die 20 Meter wegwehen lassen. Ich hatte ja noch, sagen wir, die Hälfte der Rolle über, damit der Mensch, dieses Wesen, diese Rolle wegfliegen sieht, dass er eben das Gefühl hat, da oben ist jemand. Er hat ja wahnsinnig gerufen, aber er kam ja mit dem Mund höchstens auf einen Meter dicht dran. Und dann durch dieses dicke Beton mit dem kleinen Loch sich hörbar machen, das war schon unwahrscheinlich. Und dann sah ich von oben, wie an der Stelle, wo vorher das Handtuch lag, sah ich von oben auf eine an der weißen Mütze, und wie sich in der herausstellte, war es eine Polizeimütze. Wenn er sich nicht hätte bemerkbar machen können und wenn keine Hilfe in irgendeiner anderen Form oder die Befragung nicht gekommen wäre, hätte der Elend nicht zugrunde gehen können. Das ist meine Überzeugung. Nicht alle Entführungsfälle im Herbst 1976 konnten schnell aufgeklärt werden. Der Entführer des Unternehmers Wolfgang Gut-Berlet war ein hochverschuldeter, 37 Jahre alter Metzgermeister. Er und seine 2 Mittäter wurden schon wenige Stunden nach der Tat gefasst und zu Gefängnisstrafen zwischen 7 und 10 Jahren verurteilt. Ganz anders der Verlauf im Fall des schwerverletzten Richard Oetker. Nach zahllosen Ermittlungspannen dauerte es 2 Jahre, bis man Dieter Zloff als Täter identifizieren, festnehmen und zur Höchststrafe von 15 Jahren Haft verurteilen konnte. Die Entführer und Mörder von Gernot Egolf wurden gefasst, nachdem die Freundin eines Täters der Polizei einen Hinweis gegeben hatte. Einer der beiden Entführer beging in der Untersuchungshaft Selbstmord. Der andere wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ebenfalls lebenslänglich lautete das Urteil gegen den Entführer und Mörder des 6-jährigen Jungen. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Entführerfahrzeugs gemerkt. So wurde er nur wenige Tage nach der Tat gefasst. Mit der Befreiung von Henrik Snook war für Willi Flormann der Fall längst nicht zu Ende. Erst jetzt, wo das Opfer in Sicherheit war, konnte alles in Bewegung gesetzt werden, um die Täter zu finden. Und auf diesem Tonband, meine Damen und Herren, ist die Stimme des ersten Entführers festgehalten. Wir spielen sie Ihnen jetzt 2-mal hintereinander vor, damit Sie sich völlig auf die Stimme konzentrieren können. Mercedes, unter der Fußmatte liegt eine Nachricht für Sie. Wilhelmstraße, 57. Die Fundstücke der Tat und 1600 weitere Hinweise wurden in den nächsten Monaten ausgewertet.
Doch eine Spur zu den Tätern fand sich zunächst nicht. Die Täter verwendeten bei der Geldübergabe eine solche Autowarnlampe. Der entscheidende Faktor war letztlich das Lösegeld selbst. Die Polizei hatte, anders als den Entführern zugesichert, die Nummern der Geldscheine registriert. Es war einfach der Fehler der Täter, Scheine in den Verkehr zu bringen, was ja später dann zu der Überprüfung in Prüm in der Eifel führte. Das Eifelstädtchen Prüm. Es war die Spur 1420. Einer der Täter hatte hier in der Nähe zeitweise gelebt und ein Konto bei einer Bank eröffnet. Mehr als 2,5 Monate nach der Tat fühlten sich die Entführer so sicher, dass sie begannen, Geld auf das eigene Konto einzuzahlen. Den Banken fiel auf, dass eine hohe Zahl an 1000 D-Mark-Scheinen im Umlauf war. Schließlich informierte die Sparkasse die Polizei über eine hohe Einzahlung. Noch am selben Tag kam Willi Flohrmann mit einem Team in die Eifel und überprüfte eine Nacht lang all die Scheine auf ihre Nummern. Die Scheine stammten tatsächlich aus dem Lösegeld. So ermittelte die Polizei den Namen des ersten Täters, Reinhard Scharmeitert. Durch dessen wochenlange Observierung gelangte die Polizei dann zu seinem Komplizen. Die beiden hatten sich in den 60er Jahren in der Haftanstalt Rheinbach kennengelernt. Am 2. Februar 1977 schlägt die Polizei dann zu, verhaftet die Täter in ihren Düsseldorfer Wohnungen und findet einen Teil des Lösegelds. Ein Teil von 200.000 D-Mark war in diesem Sitzkissen versteckt, das wir Ihnen hier als Demonstrationsobjekt gern zur Verfügung stellen wollen. Reinhard Scharmeitert beging einige Monate nach der Festnahme in der Untersuchungshaft Selbstmord. Der andere leugnete die Tat, wurde aber in einem Indizienprozess zu 13 Jahren Haft verurteilt. Erst 1980, mehr als 3 Jahre nach der Tat, legte er ein komplettes Geständnis ab. Hendrik Snook will sich heute zu alledem nicht mehr vor der Kamera äußern. Doch er hat sein Einverständnis zu diesem Film gegeben. Für mich hat das sicherlich eine sehr enge, vielleicht größere Bindung an meinen Freund Hendrik gebracht. Aber auch für mich ist das Leben normal weitergegangen. Unter dem Strich, auch mit dem Erfolg, war es eigentlich der Fall meines Kriminalistenlebens. Hendrik Snook nahm schon eine Woche nach seiner Entführung wieder an einem großen Reitchampionat teil und wurde im Frühjahr 1977 mit diesem Ritt deutscher Meister im Springreiten.